Hey Leute, willkommen wieder. Die Serie geht weiter mit Viral Launch und zwar unter der. Das Schöne bei denen bei Viral Launch ist zunächst, du kannst oder unter Produkte, Keyword, Brand, Kategorien jeweils immer nach Produkten schauen. Ne? Und diesmal, vorhin waren wir bei Brand, jetzt sind wir bei Keywords und dann geht ihr einfach her und dann könnt ihr hier auswählen. Bei Low Barrier to Enter, das heißt nichts anderes als eine niedrige Barriere, um zu starten. Ne? Und dann Quick Wins heißt nichts anderes als einfach, dass ihr dort schnell, rechtzügig zum Topseller werden könnt. Ne? High Margins Markets heißt, da verdienen die Leute richtig Geld. Ne? Vendor Free Markets heißt, da sind keine Vendoren einfach drin. Ne? Und Private Label Kategorien, das erklärt sich von sich selbst. Das wisst ihr, da sind einfach viele Private Label Seller einfach unterwegs. Ich habe einfach hier zur Demonstration einfach Low Barrier angegeben und dann zeigt, wird uns so direkt auch schon ein paar Suchen auch schon angezeigt. Ne? Also zum Beispiel Ziranfeld, Schaber, Windel Organizer, Feld, Leder, Border. Also das sind so Sachen, die uns sofort präsentiert werden. Und wir können uns auch schon mal einfach hier ansehen, wo der Preis ungefähr liegt, wie die Bewertungen halt sind im Vergleich auch zu Sales to Reviews, also Bewertungen zu Verkäufe zu Bewertungen und Average Revenue, also ungefähr wie viel man da Umsatz und Profit einfährt. Ja, da kann man einfach auch hier View to Amazon, kann man sich das Produkt nochmal genauer anschauen. Das heißt also, mit dem Produkt kann man ungefähr davon ausgehen, dass man ungefähr 1,7 machen könnte, ne, wenn man halt die Marge von 68% hat. Ne. Also ist halt für mich speziell, wie ihr wisst, ist das halt so unter 20 Euro ungern, aber je nachdem für den einen oder anderen, wenn das für euch passt, okay. Ich empfehle immer Produkte über 20 Euro, dann fällt die Marge halt viel, viel höher, dann also was bei euch nach allen Amazon-Kosten, wenn wir PPC schalten etc. übrig bleibt. Also das empfehle ich immer. Wie gesagt, hier kann man auch die Ergebnisse aus sich hier runterladen. Das ist auch sehr von Vorteil. Kann man sich das später nochmal detaillierter anschauen. Und gehen wir einfach mal weiter. Und ich schaut, gucken wir uns einfach noch ein anderes Produkt einfach bei Amazon, wie das ungefähr ausschaut, damit ihr euch das ansehen. Schaut so ein bisschen aus. Also das war von vorher und das ist das jetzige Produkt. Also praktisch einfach hier ein Board, wo halt Nachrichten, kreative Nachrichten oder Sprüche oder Zitate irgendwie man darauf erstellen kann. Also auch eine gute Idee an sich. Darauf muss man erstmal kommen. Und wie gesagt, das sind halt so Ideen, die euch gezeigt werden, wo die Barriere zum Beispiel sehr, sehr niedrig ist, ne? Wo ihr direkt starten könnt und das könnt ihr euch einfach anschauen, ihr könnt es auch mit View Market Intelligence, könnt ihr das analysieren, wie ihr mögt und das ist das Schöne und wie gesagt, das war jetzt zu Keywords in Sachen Low Barrier Entry. Ich werde zu dem zu eins von den anderen auch mal ein Video dann machen und ja, bleibt dran, checkt die anderen Videos, ansonsten schaut ihr euch das morgige Video, in dem ich halt, wo ich halt eins der anderen Optionen oder Varianten zeige, wie ihr ansonsten an Produkte kommen könnt. Und bis dann, ciao, ciao.